Willkommen zurück nach einer sehr, sehr langen Zeit. Ungefähr 2 Wochen lang habe ich das Spiel nicht mehr gespielt. Bei The Last Story mit Pipistrel natürlich, mir. Und, ja. Wir waren stehen geblieben, wenn ich mich recht erinnere, bei einer Verfolgungsjagd, wo wir ein Mädchen gerettet haben vor den Wachen. Oder Truppen oder was das waren. Und irgendwie war das Mädchen so oder so schon komisch drauf und sie ist mit uns in die Taverne gekommen. Und das Letzte, was mich noch erinnern kann, die wollten baden gehen. Also verfolgen wir die mal. Ah. Vielleicht sind sie ja da. Aber wo ist da bitte schon ein Bad? Da ist ja nichts drin. Die sind da reingegangen. Ah, da. Aha, das ist doch eine Tür. Hahaha. Oha, okay, schauen wir mal rein. Ich kleiner Spanner, na, na, nein, Selbstdisziplin. Oha, okay. What the hell? What the? Na, oh, komm. Das Spiel ist sowas von zweideutig gemacht. Das ist. Oh mein Gott, ich glaube jeder, der mein Let's Play anschauen würde und an dieser Stelle kommen würde, der würde sich auch denken, what the hell? Worüber reden die da? Und dann am Ende, ah, oh, um Geldbündel und so. Ja, toll. Wie geht's eigentlich dem kranken Kind in Ariellas Zimmer? Warren, wer ist das jetzt? Ariel? Ah, ist ein Junge. Because he's so much younger than me, but I can't help doting on him. Dann verwöhne ihn nicht. Was soll ich bitte schön sonst machen? Ja, Leute. Was sollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Irgendwann wird es mir wieder einfallen. Hoffe ich mal. Aha. Da haben wir ja den. Wie heißt er nochmal? Hilfe! Ich habe so lange nicht mehr gespielt, jetzt kenne ich die Namen nicht mehr. Ja, wird mir einfallen. Do you need something? No, not really. Then leave me alone. Not in the mood for idle chit-chat. Ah, ja, okay. Ich kann auch anders noch schauen, wer das ist. Jurik, ach, oh mein Gott. Jurik, natürlich. Ach, genau, da waren wir auch stehen geblieben. Wir haben all unsere Sachen, ja, okay, alle unsere Sachen kann man das nicht nennen. Viele unserer Sachen auf das höchste Level geskillt. Beziehungsweise viel dafür zahlen müssen und so. Ah, lol. Und Miranya. There's this boy, Warren. The guy who owns the place took him in. He's a good kid. Achso, ich habe gedacht, das ist der Sohn. But he appears to have something of a rare illness. Nein! He needs a particular medicine. We've been searching tirelessly for it, but we've yet to find any. Überlasst es mir, ich finde alles. So that's why you were gone yesterday. Have you got any kind of lead? Sort of. We spoke to a trader who deals in it. But he said he got attacked by bandits and they took his whole supply. Was für ein Zufall. Nein, es geht nicht einfach irgendwo hinzugehen und das zu kaufen. Nein, natürlich muss ein paar Räuber da oder Banditen herkommen und den Typen überfallen. Ach. Ja, oben im Zimmer, du warst gerade da. Ja, jetzt soll ich nochmal nach oben gehen. Oh.
Die Jukebox finde ich geil, die leuchtet so blau. Mund zu, du hustest. Ach. War klar. Du hast ihn vorhin schon besucht. He never gets to talk to anyone but me and Dad. He'll be so happy. You're a mercenary, aren't you? Oha, der schaut aber wirklich schlimm aus. Alter. That's so amazing. I want to be a mercenary too when I grow up. But I guess I can't. I'm too sick. Oh, der arme Junge. Auch mit einem, ein Junge mit einem Haarreif. Na okay, wenn Spaß macht. You'll get better, and then you'll be the strongest mercenary there ever was. Oh. Oh, unser Zale. Versucht den Jungen Mut zu machen. Hey, you must have been to tons of different places. Next time, you'll have to tell me all about them. Natürlich. Zale, thank you. Und das war's. Na, wahrscheinlich ist jetzt unsere Aufgabe, die Medizin zu finden. Sag ich doch. Really? Yeah, but there's a catch. It's apparently been hidden in the warehouse the bandits use. Die machen wir fertig. It's worth a lot. Those rotten bandits are looking to make a tidy profit. Dann haben wir mal neue Gegner. Wir hatten bis jetzt nur zwei Arten von Gegnern, außer die Bossgegner, Reptiden und die Truppen. Ja, okay, gegen die Truppen haben wir nicht richtig gekämpft. Aber jetzt auch noch Banditen, yeah! Ja, bestimmt nicht. Das sind wir doch gewohnt. Ja, ich bin bereit. Komm, wir haben mal ein bisschen gelevelt. Haben wir in der Arena gekämpft, ein bisschen Geld gesammelt, unsere Waffen aufpoliert und so. Klingen gewetzt, The mercenaries formed a plan to break into the bandits' warehouse and retrieve the medicine for Warren. Zale's job was to sneak in first and take out the guards swiftly and quietly. Das ist der Wachposten? Der pennt doch eh schon. Kapitel 6, Unterschlupf der Diebe. Naja, ich habe eigentlich gedacht, wir kämpfen. The guard's down there. If I cross this beam, I think I can get behind him. Du bist so laut. Wow, was jetzt? Alter, du gehst wie ein Besoffener. Leise und lautlos war das bestimmt nicht. Im Ausfall. Wie ausgemacht, habe ich doch gesagt, Leute, ich bin ein bisschen leiser. Oh, Speicherpunkt. Oh, eine Truhe. Damit ihr alle Sequenzen und schön alles lesen könnt. Leiser Tod. Toll, den leisen Tod, den brauche ich nicht. Zumindest nicht mehr. Ich bin stärker. Ja, bis wir die Medizin finden, labere ich mal ein kleines bisschen hier rum und schau mal. Eine Kiste. Eine Lederrüstung. Ja, die ist bestimmt da ganz hinten. Was ist bei dir? Ja, okay, du hast gar nichts. Ah, kann ich eigentlich das hier auch machen? Nein. Ah, da hinten ist sie wahrscheinlich. Da ist noch eine Truhe. Und da ist die Medizin. Reptilienklinge. Natürlich. Sofort gucken.
Nee, nee, nehmen wir mal einer, der noch nichts Gutes hat. Den Dolch. Okay. Doch nicht den. Reptilienklingen. Oh, die sind aber ganz schön schlecht. Was stand da nochmal da? Reptilien führen dieses Schwert mit der Klinge nach unten. Kein Attribut. Ihr seid doof. Ach, da ist Z. Ich drück ganz Z auf B. Ja. Machen wir weiter. Ja, komm, ich schubs dich weg. Hier gibt's ja gar nichts. Bestimmt nur einen geheimen Weg irgendwo. Aha, der Teppich ist doch komisch. Nee. If we don't hurry up, that guard's mates will be back. I can't see it anywhere. Why did these lowlifes have to get their hands on it? Ich sehe auch nichts. Hallo? Hallo? Hilfe! Die müsste doch irgendwo hier sein. Ach komm! Ich kann nicht mal raus. Oh, is it even here? Damn things hiding. I'm sure our information was reliable. Irgendwo muss untersuchen. Ah, da ist doch ein Stein. Der schaut doch komisch raus. Komm, das sieht man. Komm. Wenn das nicht auffällig ist. Wahrscheinlich ja später. Ich gehe überall rum und schaue, ob untersuchen irgendwo was kommt. Vielleicht kommt ja was. Ja, jetzt labere ich mal ein kleines bisschen. Ihr wollt halt öfter, glaube ich, Last Story sehen. Oder halt schneller die Parts ansehen können. Ich werde mal leiser, merke ich. Ich will aber nicht speichern. Aha, aha, aha. Weg gefunden. Und hier ist die Medizin, oder? Roter Vulkanstein. Lol. Ah, ich musste alle Truhen finden. Und jetzt drückt er natürlich auf den Schalter. Nicht ich, er. Nein, er lehnt sich dran. Oh. Ich lasse mich zu leicht ablenken, Leute. Also, was ich sagen wollte... Ah, er darf die Waffe zücken, ich nicht. It's Zoran's insignia. That rat should have known he'd turn up here after disappearing from the mainland. Who's Zoran when he's over? Wie ist das? He's scum. He'd cut your throat for the fillings in your teeth if he could. He used to be one of us. Ich kann nicht mal labern, Leute. Changed. Could you leave your quarrel aside for now? Finding the medicine should come first. Morani is right. We'll sort this Zoran chap out later. Genau. Als erstes mag ich ja labern. Und Videosequenz. Natürlich. Diese Säcke. Die armen Leute. That's how he is. There's no limit to the sick things he'll do. Let's see if we can persuade them to tell us where the medicine is. Zael, how many are there? Six. Ich wollte gerade sechs sagen. Toll. Einfach nur raten. Ach. We'll go for a pincer attack. No. You and me are on the other door. Mate, you look ready to explode. Yeah, just thinking about that guy makes my blood boil. Zael, wait for my signal. We'll go on three. One, two, three. Who do you think? Good to see you. Hahaha, darauf habt ihr jetzt nicht gewartet, ha? Huh? Das habt ihr jetzt nicht erwartet, mich so hier zu sehen. Warum liegt er am Boden? Ah, der ist nur in Deckung gegangen.
kannst du blocken, was du willst, du bist K.O. Ja, so schnell ging der Kampf vorbei. Okay, meinetwegen. Gibst du Medizin? Gib's her! You want a share of the profits? I knew you were no different from me. Quit dancing about or your head's coming off. Der will nicht aufgeben. The medicine's on that shelf over there. But you ain't getting it, pretty boy! Hold it! Noch eine Falle. War so klar. So ein A mit Ohren. Okay. Are you alright? I'm fine, Zale. And how are you? Good. Wie geht es mir heute? Dagrin! Lol! Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder diese Viecher. Ach komm. Ach ja, es waren noch ein Gegner mehr. Nicht nur Reptiden, sondern diese Skelettviecher auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe? Miranya! Nein! Nein! Niemals! Ich mach dich fertig! Nein! Und zack! Kopf ab! Was ist das? Technik! Da stand gerade Technik! Was ist das? Sturm, bewege dich schnell zu einem bestimmten Punkt und führe einen Windangriff durch. Wirbelt Magiekreise aller Art auf. Wow! Ich hab Magie. Aber, hä? Warum? Ich kapier's nicht, Hilfe! Ja, du bist immer noch gleich geblieben. Neues Tutorial, zeig her! Halt A gedrückt, um in die Vogelperspektive zu wechseln. Und die Zeit anzuhalten. Bei Bomben funktioniert das nicht, aber so schon. Ugh. Bewege den Zielkreis mit, ja, mit dem Joystick halt und drücke A, um Sturm auszuführen. So kannst du Magiekreise aufwirbeln. Schön. Ab sofort wird die Technikanzeige angezeigt. Ja, ja, ja. Vollständig auf. Wenn ein Segment voll ist, dann geht es. Okay, zeig mal her. Cool. Ein ganzes. Ja, danke. Probiere ich gleich mal aus. So, durchsuche ich mal so. Was war das gerade? Boah. Schaut mal auf die Seite des von seinem Schwert. Und jetzt, da oben. Oh, die Aura. Finde ich so geil. Boah. Ja, bei dir hinten. Ich mag aber noch nicht. Was ich sagen wollte, ich versuche jetzt so viel aufzunehmen und jeden Tag mal etwas rauszuhauen. Nicht nur versuchen, ich werde... Ah, da oben wahrscheinlich, ja. Los, geht hoch. Ich muss wahrscheinlich wieder kämpfen. Ah, okay, doch nicht. Ja, was ich sagen wollte, ich werde jetzt so viel aufnehmen, beziehungsweise versuchen, nicht versuchen, wieso immer versuchen, boah. Ich werde jetzt öfter aufnehmen und auch Halsmund und öfter, ja, oh, die bringt mich durcheinander. Ich werde öfter aufnehmen und ja, und öfter halt und schneller alles rendern, damit ihr täglich einen Part bekommen könnt. Das ist mein Ziel jetzt zumindest. Ich will jetzt jeden Tag, jetzt sage ich versuchen, ich versuche jeden Tag jetzt einen Part rauszuhauen, damit ihr täglich mal was sehen könnt. Und ja, yeah, dreifach. Und meine andere Sache wäre, ich will jetzt
Na, ich will jetzt, das kann ich nicht sagen. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren schreiben, was für Spiele ihr gerne mal Let's Played haben sehen wollt. Und ich kann euch sagen, ob ich die Let's Playen werde oder nicht. Beziehungsweise ob ich sie Let's Playen kann, falls ich sie habe. Egal, PlayStation 3, Xbox oder irgendwas. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und, oh, der war schön. Kann ich auch nach hinten? Wow, wie geil. Links. Und rechts. Okay, ihr könnt es halt in die Kommentare schreiben. Ab sofort, oder ab, mal schauen, ab morgen, übermorgen, werde ich halt, irgendein Spiel aufnehmen, so als Test. Und das wird dann eine neue Playlist sein, Let's Test oder irgendwie sowas, antesten. Und ihr könnt dann in den Kommentaren schreiben, ob ich es Let's Playen soll oder nicht, oder ob ich es als Walkthrough spielen soll, also ohne Kommentar, einfach nur schnell durch und fertig. Und oder auch nicht. Und ja, je nachdem. Ja, es werden viele Spiele sein. Zwar ist meine Spielesammlung noch nicht so groß, weil ich nicht so viele habe, aber das wird noch. Und ja, ich will halt, dass ihr mehr Videos von mir sehen könnt und so. Und diese Walkthroughs kann ich einfach so irgendwann hochladen. Das ist ja nicht so schlimm. Allgemein andere Let's Plays werde ich halt natürlich schauen, wenn ich irgendeins beendet habe, ob ich, welches ich dann als nächstes nehme. Je nachdem, was ihr halt so dringend sehen wollt. Ich kann jetzt ein paar nennen, was ich habe. Was habe ich da? Mario Party 9 natürlich, das neue Spiel. The Legend of Zelda Skyward Sword habe ich. Da werde ich natürlich auch ja ein bisschen was davon spielen. Genau, wie wird das ablaufen? Ich werde erstmal weitermachen und werde versuchen, das gleichzeitig auch noch zu labern. Die werden doch jetzt gleich aufstehen, das ist doch klar. Nicht? Dann nicht. Cool. Also, wie wird es ablaufen? Ich werde einfach irgendwelche Spiele, egal ob GameCube oder irgendwas, werde ich halt spielen. Und, was? Ich kann zurück? Das wollte ich nicht. Na, okay. Vielleicht muss ich da ja wieder zurück. Ich hasse euch da unten. Verreckt. Nein, ich wollte gerade diesen Sturm ausprobieren. Ja, wie wird das ablaufen? Ich werde einfach meinen alten Spielstand laden, beziehungsweise da, wo ich gerade bin, und werde von da 10, 15 oder 20 Minuten lang spielen, und ihr könnt dann sagen, ob ihr so dieses Spiel sehen wollt oder nicht. Und dann werde ich mal sehen, was ihr zu diesen Spielen sagt. Ah, falsche Richtung. Und dann möchte ich mal schauen, was ihr zu diesen Spielen sagt. Und freue mich schon auf eure Kommentare. Seine Sackgasse doch. Oh, na toll. Na, wisst ihr was? Nein! Ich wollte den Sturm doch nicht dahin lenken. Aber ich habe ein neues Item. Ja, jetzt kannst du runterkommen. Alter, Miranya Level Up. Ah, eine Kiste. Ja, ich werde meinen alten Spielstand laden und werde ein paar Minuten, ja okay, ein paar Minuten, was ich halt vorhin gesagt habe, so lange werde ich das Spiel spielen und werde vielleicht auch sagen, meiner Meinung nach, wie toll ich es finde. Und ihr könnt dann schreiben, ob ihr das Spiel sehen wollt oder nicht. Als Let's Play, Walkthrough, je nachdem. Ich freue mich schon drauf. Ich habe ja nur paar Spiele, aber wer ist das da hinten? LOL! Dagran!
Wie cool. Ja, ich freue mich schon drauf. Oh. Wie ist das? Gladiator. Ja, hallo? Ja, guter Witz. Ich kann ihm keinen Ausfallschlag geben. Aber wisst ihr was? Ich kann ihm einen Sturm mal verpassen. Nicht? Ich versuche hier Ausfall. Ausfall! Ausfall! Toll, ich habe ihn so fertig gemacht. Bin ich gut. Bin ich gut? Alter, ich brauche keinen Ausfallschlag, ich mache so ihn down. Da, ich bin genial. Wie viele Spiele habe ich jetzt so zurzeit? Haufen Wii-Spiele. Haufen GameCube-Spiele. Drei Xbox 360-Spiele. Weil ich die ausgeliehen habe, beziehungsweise bekommen habe. Und ja, irgendwann mit der Zeit werde ich mir auch andere Spiele kaufen. Irgendwann versuche ich euch mal den Titel eines Spiels zu nennen, das ich unbedingt mal spielen will. Ja, auf meiner Kanalseite kann man ja auch lesen, dass ich jetzt auch die Halo-Reihe spielen will. Also Halo 1, 2, 3 und Halo Reach, wenn ich mich recht entsinnen kann. Und ja, was denn noch? Ach ja, die ganzen Zelda-Spiele natürlich auch. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin, ob ich Zelda 1 und Zelda 2 spielen will. Weil Zelda 1, das ist halt total alt und naja, das gefällt mir zwar schon, aber Let's Play möchte ich so etwas nicht so gerne. Und Zelda 2, das zieht sich so in die Länge, wenn man oft stirbt. Und glaub mir, ich sterbe oft bei diesem Spiel. Egal, ob ich alles auf dem höchsten Level geskillt habe oder nicht, das ist wirklich krass bei mir. Ohne Schmarrn, ich trainiere da stundenlang nur rum und bin auf dem höchsten Level und ich merke erst später, dass man bei jedem Boss dann auch noch Level up kommt, was mich sehr sauer gemacht hat, weil ich da schon fast alles auf dem höchsten Level hatte. Und ich hatte noch drei Gegner und war dann drei Endbosse natürlich und war schon da auf dem höchsten Level und ja, hatte da natürlich auch hohen Angriff und so. Und das war schon ein bisschen kacke. Besonders bei dem Schatten-Link oder... Oder war das bei dem Zweier? Glaub schon. Ja, natürlich. Und bei diesem Donnervogel war es auch irgendwie ein bisschen doof. Entschuldigung, wenn ich es gespoilert habe, falls ihr das spielen wollt. Aber die Gegner sind halt krass. Ja, was habe ich noch? Die Metroid Prime Trilogie. Puh. Ich habe viele Spiele. Mario Kart. Klar, Let's Play. Vielleicht Multiplayer-Modus oder so. Internet. Bisschen labern. Genau. Na, mal schauen. Ich hoffe mal das Beste. Da kommt irgendwas raus. Ich gehe hier mal noch durch die Wand durch und dann mache ich mal einen kleinen Schnitt. Bin dann gleich wieder da, genau. Wo bin ich? Wo bin ich? Was ist das? Wer ist das da oben? Ich habe schon richtig gesehen. What the hell? What the... Wer ist das? Der schaut nicht aus wie ein Gefangener. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was kommen wird. Wenn ihr wissen wollt, was kommen wird... ja, was kommen soll, wird... weiß ich nicht. Wer kommt? Wer von den Gegnern? Dann schaut in den nächsten Part rein von The Last Story. Tschüss!